so viel ab auf einmal. Mhm. Okay, wir haben viermal Wurf. Ja. Sehr interessantes Layout für das erste Double Game hier heute. Ja, ne? Ist ein interessantes Matchup. Also, viermal Wolf-Matchup habe ich auch noch nicht gesehen. Kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Aber ist auf jeden Fall ein Fundy-Charakter. Das heißt, die Spieler mit den besseren Fundys werden sich da wahrscheinlich durchsetzen. Ich weiß von Cobra, dass er auf jeden Fall einen Wolf hat und den auch schon gespielt hat in Ladder oder auch in meinem Bracket. Ja. Von allen anderen habe ich noch keinen Wolf gesehen. Fuego Elo spielt ja Fox, ist ein bisschen ein ähnlicher Charakter, kann auch sein, dass er den ganz gut kann. Gerade das ist auf jeden Fall noch even. Ja, wobei doch Wolf ein bisschen langsamer ist, aber dafür seine Impacts ja ein bisschen anders. Ja, langsamer, aber dafür hat er halt die Killpower. Ja. Fox hat nicht, hat, sieht man hier auch beim Upsmash. Kill direkt und die Back Air. Bibel Campus hier auf jeden Fall gut am Rasieren. Das ist jetzt schon mal ein guter Lead und mal schauen, ob sie ein paar Kombos hinbekommen, den Lead ausspielen können. Ja, momentan ist das auch ein bisschen auf dem faire One-on-One-Plätze auf der rechten und linken Seite eben gewesen. Das ist kein typisches Gebulli, wo 2 gegen 1 spielen. Das ist schon mal schön. Nee, aber jetzt haben sie gerade kurz ein 2 gegen 1, aber machen leider nicht so viel Ding drauf. Squallen lebt auf jeden Fall noch, ansonsten alle auf 2 Stops. Genau, richtig. Und damit eine leichte jetzt noch blau gewesen, jetzt ja, damit weg. Never mind, dass der Commentator curse. Ah, jetzt haben wir die Situation 2 gegen 1. Genau, aber kommen schnell wieder ins Neutral. Da muss man dann auch zusehen, dass man da ganz schnell wieder rauskommt, weil sonst sind das zu viele Prozente, ja, die der vielleicht einfach die Runde kosten können. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, Respekt, dass sie sich gerade gegenseitig nicht die ganze Zeit hitten, weil ich sehe gar nicht, wer in welchem Team ist oft. Das ist super, super schwierig. Auch die Skins sehen halt alle gleich aus. Ja, das ist einfach dieses dunkle Layout, was Wolf mit sich bringt, ne? Ja. Für seine Skins. Irgendwie das Shirt ändert sich ein bisschen in der Farbe, aber der Rest. Aber ja, machen es auf jeden Fall ganz gut, dass sie sich nicht gegenseitig hitten. Hier eine schöne Back-Air von Fuego Elo. Ja, oh, jetzt haben wir rübergeworfen. Okay, ja, das war einfach mal auf Verdacht den Downsmash gecharged. Kann auch mal funktionieren in Doubles. Jetzt haben wir wieder einen Even Stand. Beide auf 3 Stocks. Allerdings natürlich Cobra hier schon auf 75% auf den letzten Stock. Da muss er jetzt wirklich aufpassen, dass er nicht zu aggressiv reingeht, nicht diesen Stock verliert, weil das wäre wirklich jetzt richtig mies. Ich sag's direkt, rennt er in den Upsmash rein. Da ist wieder der Commentator Curse. Ja. Also der Upsmash, der wird auf jeden Fall von allen hier gut gedrückt. Das ist auch eine gute Kill-Option von Wolf. Jetzt Ledge Trap, aber bekommt ihn nicht. Und wie haben wir drauf? Gerade alle auf halb Prozenten, aber die Stocks wollen nicht ganz fallen. Okay. Ich persönlich finde auch, ein Doubles ist einfach, du kannst dich nicht auf das typische Edge-Guarding konzentrieren, wie du es in der World hast. Ja, klar. Ist immer noch den Mate, der irgendwie aushelfen kann. So, jetzt sind wir alle auf Last Stock. Und jetzt wird's interessant. Denn wir haben einen SD bei 0%, glaube ich. Und jetzt ist Fuego Elo allein hier mit 107%. Muss jetzt auf jeden Fall Cobra schnell gekillt bekommen, um dann irgendwie im 1 gegen 1 das klatschen zu können. Aber es wird schwierig. So, jetzt haben sie den Vorteil, zu 20 da abzusetten für den Edge-Guard. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Jetzt schippen sich so ein bisschen gegenseitig. Ja. Hier der Grab. Oh! Fair gemisst. Das hätte noch nicht gekillt, aber okay. Irgendwie erst Deed. Aber interessant. Ja. Erste Runde. Das war ein guter Einstieg. Hätte ich so nicht erwartet. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier einen Charakterwechsel auf die richtigen Mains sehen. Ja. Ja. So zum Einstieg ist das aber auch eine witzige Nummer. Kann auf man jeden mal Fall, machen. Auf jeden Fall. Doubles bockt auch immer. Einfach ein bisschen Spaß haben. Ja. Ja. Okay, ich sehe hier einen Lil Mac. Oh. Sehe. Ja, okay. 3 Lil Macs gegen Zelda wäre auch heftig. Was ich glaube, es wird hier gerade diskutiert ein bisschen vom Setup, welcher Charakter angepickt werden muss, aber... Ja, okay. Machen wir eine Fight Night draus? 4 Boxer im Ring? Also 4-mal Lil Mac hätte ich schon gefühlt. Ja. Wäre auf jeden Fall eine witzige Nummer, ne? Safe. Sobald es von der Edge runter ist, dann ist es ja meistens auch schon gegessen. Okay, aber also Squawn geht ja auf jeden Fall schon mal auf seinen Main. Okay, doch nicht. War eben kurz auf Bowser, es aber... Es wird eine Fight Night. Sie haben sich geeinigt. Ja, das ist das, was wir sehen wollen. Kein Bock irgendwie hier Mains, irgendwelchen Taktiken, einfach Little Mac, S-Match chargen.
Spaß haben. Oh komm, vielleicht wird das einfach eine Front-Smash-Runde die ganze Zeit. Bam, bam, immer rein damit. Ja, ja. Immer schön einschenken, das Ding. Die wollen sich auf jeden Fall boxen hier gegenseitig. Mhm. Ja, wir sehen auch schon die ersten F-Smash. Ja. Rechts haben wir die Abzüge-Tombo. Ist rausgekommen. Zum Glück. Es ist hier einfach nur wild. Alle drücken irgendwas. Alle scheißen drauf, wer der eigene Partner ist. Das ist basically ein Free-for-All. Let's go. Last Man Standing wird hier draus gemacht, ja, heute. Ja, auf jeden Fall. Hier vielleicht ein Edgeguard für Cobra? Oh, er kann sich noch saven. Ich kann das immer nicht einschätzen, wie weit Little Mac noch kommt. Ich glaube da, okay, mit der Side B kommt er zurück. Ja. Squallen hat hier auch einen KO-Punch. Kann er ihn setzen? Nee. Hittet ihn aber leider nicht. Schade. Jetzt hier wieder, ich glaube in diesem Matchup wird immer ein KO-Punch aktiv sein irgendwo. Auf jeden Fall. So, jetzt leider noch keiner gehittet. Müsste meinen, dass das in Doubles nicht so schwierig sein sollte. Spätestens mit dem Doppel-F-Smash? Ja. Oh, das war stark. Das war stark. Jetzt hier Bebe Campo und Fuego Elo mit einem kleinen Lead. Gehen ja auch zurück. Müssen das Game jetzt gewinnen. Squall teilt nach rechts und nach links aus, holt sich da. Ja. Der hat gesessen. Also mal ein bisschen gecharged. Bebe Campo hier viel mit den F-Tilt. Nochmal. Na, kann er nicht landen. Oh, das war ein SD von Scoring. Das ist bitter. Also, relativ wenige Prozent. Boah, ja. Da waren zwei Neutral Bills gegeneinander. Oh, und die kommen, okay, die kommen beide zurück, aber Cobra misst den KO Punch. Jetzt hat Bebe Campo wieder die Chance einzuhitten. Und raus damit. Das hat auch so einen nice Impact bei Millennium. Ja, ja. Oh, da hat er gerade die Armor gehabt und wurde danach noch gepunished dafür, dass er was gearmert hat vom Mate. Auch wild. Was ich schade finde, wir haben noch keinen einzigen Konter gesehen. Ich glaube, in dem Game wäre es gerade wirklich einfach Konter spammen und irgendwo drückt schon jemand F-Smash. Aber ja, Squall. Und nimmt dann alle anderen drei noch mit, ne? Genau. Ja. Cobra ist jetzt allein. Oh. Okay. Ja, was macht man da? Da unten steht einer F-Smash, da oben drückt einer F-Smash. Richtig, genau. So. Und da dann Spot zu dodgen im richtigen Moment. Ja, ja, nee. Und damit haben wir 1-1 gegen den Game 3 und ich bin jetzt mal gespannt. Also ich hoffe, dass sie wieder viermal denselben Charakter picken. Das wäre jetzt eigentlich langweilig, wenn nicht. Richtig. Wenn wir schon in den Zug mitfahren, dann müssen wir auch bis zur Endstation mitfahren. Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall wieder hier diskutiert vom Setup, hören wir schon hier vom Commentator Room. Uh-huh. Bin gespannt. Ich glaube, da drüben wird noch diskutiert, welcher Charakter ist diesmal. Incineroar. Oi, oi, oi. Das fühle ich. Wir haben mal in Bremen auf dem Weekly 8 Spieler alle Incineroar Free-for-All gespielt. Und das war das geilste Smash, was es gibt. Incineroar ist einfach so ein geiler Charakter für so Fun-Matches. Ich mache tatsächlich die deutsche Sprachausgabe, wo er immer ja, das ist auch geil. Dieses Spanische ist einfach viel zu gut. So ein bisschen so wie Meta Knight im Kirby-Anime. Ja, genau. Ja. Ist so witzig. Ich bin im 9. Semester und ich habe jetzt einen Prof, der redet genauso wie dieser Meta Knight. Und ich muss immer verkneifen zu lachen, wenn ich die reden höre, aber es ist einfach geil. Das ist wahrscheinlich schwierig, dann mitzuhalten im Unterricht oder in der Lesung. Ja. Okay, mal zurück zum Match. Wir sind hier alle bei ihm Prozent, für Iguelo schon ein bisschen höher. Aber ja, Incineroar kann auch bei 50 schon killen. Mhm. Oh, Edgeguard. Oh, und no, er wollte für den Suicide Upbeat gehen. Ich respektiere es. Aber ja. Er wollte stylen, hat leider in dem Moment nicht gepasst. Aber muss man auch Props für geben. Ja, ne? Ja. Also, das ist immer geil. Also, wenn das trifft, dann ist es halt der Clip. Richtig, genau. Wir gehen für die Highlight Reads. Ja, auf jeden Fall. Oh, schön, der F-Tilt hier, der Ledge Trap. Bisher haben wir noch sehr wenige Downbeats gesehen. Das ist ja der Revenge, der Incineroar aufpowert. Genau, der macht dann prozentualer stärker, glaube ich. Ne? Genau, also manchmal kriegt man so einen Revenge und dann macht irgendwie ein F-Smash plötzlich 70% und man denkt sich, hey, was ist passiert? Hier gerade ein schönes Juggling von Cobra. Ich glaube, Incineroar ist auch so ein Charakter. Jeder hat einen Incineroar und das merkt man hier auch gerade ein bisschen. Jeder hat so ein bisschen Ahnung, was man machen soll mit dem Charakter. Es ist aber auch einfach ein Style-Charakter, ja, der Spaß bringt zu spielen. Ja, der bockt auf jeden Fall. Ich bin hier. Ah, schade. Stock. Wir haben jetzt Ego Elo auf den letzten Stock, sonst alle auf 2 Stocks. Also ein leichter Lead für Team Squall und Cobra. Hier hitten sich gerade alle irgendwie gegenseitig. Ja, da geht die Action.
Der Squash schiebt ihn rüber. Ne? Bei Campo kann aber guck mal nach oben mal gucken, was da so passiert. Ich glaube, Bebe Campo kann dieses Timing noch nicht so ganz. Aber ja, lernt er bestimmt noch. Das war ein schöner Downhill. Oh, hier der Upsmash von Squall und damit Bebe Campo und Fuego Elo beide auf ihren letzten Stock. Oh, da hat das Storm fast connected. Und Fuego Elo hier auch schon auf Killprozenten. Oh, down er aber leider on stage. Er hat auch Geschreie von den Spielern. Da war das wirklich schon zu hören. Oh, hier fast gegenseitig mit der Fair getroffen. Oh, und jetzt haben wir Bebe Campo ganz alleine mit der Neutral B und wir haben es gesagt, Last Man Standing. Last Man Standing ist Coin und ich finde, eigentlich sollte Coin jetzt alleine weiter mit seinen Incineroar. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, 2 Minuten.